Willkommen auf der ISE 2012 in Amsterdam. ISE steht für Integrated Systems Europe, bedeutet so viel wie integrierte Audio-Video-Systeme, sowohl im Heimbereich als auch im Profisegment, wo es dann eben um Stadionbeschallung oder um Konferenzlösungen geht. Hier wird sehr viel geboten, zum Beispiel eben auch hier eine Massagezone für die Herren der Schöpfung, die nehmen das gern wahr, eben auch für das Zielpublikum hier sehr schön hergerichtet. Und die ISE 2012 ist die 8. jener Art, aktuell die 6. in Amsterdam. Ich werde jetzt hier einige Hersteller besuchen und bei dem Zweck meine Videokamera eben bei Gelegenheit mal auspacken und ein paar Hersteller dazu bitten, zu ihren Produkten ein paar Worte zu sagen. Viel Spaß! Hi, this is Chris Kane with Audio Control. We're here at the booth at the ISE show in Amsterdam in the Rye Convention Center. We wanted to introduce you to our new Theater Pre-Pro processor, the new Maestro M4. Now this processor is designed just to look spectacular in any system that it goes into and provide superior audio performance. From the beginning where it has balanced inputs that'll take the audio signal and then pass a high-end preamp output signal. It's also equipped with 5 HDMI inputs as well as dual HDMI outputs. One of the new features that Audio Control has been adding this year now is HDMI 1.4 or 3D capability, so that 3D signals can come through here. The audio is handcrafted and processed internally, and then the video signals are then passed on to the video display. Like all Audio Control products, they're designed and manufactured at our facilities in the Pacific Northwest in the United States. Matched up with the Maestro M4 is our new theater amplifier, the Savoy G3, which has been receiving a tremendous amount of accolades and high reviews from many magazines out there. Based on a Class H topology, it gives you lots and lots of power, wonderful sound quality, stable down into low impedances, and it looks as good as it sounds. Equipped with balanced and unbalanced inputs, this is really a super high-end processor. I'm here to introduce you to our new Concert AVR4 home theater receiver with 3D capabilities. This model we're being debuted this year at the ISE show here in Amsterdam. Audio Control is the designer and manufacturer of high-performance audio and video processors. The Concert AVR4 is designed to give you the convenience of a receiver with power built in on board, but it gives you the audio performance of having separates in the sense that there's such a powerful amplifier in here matched up with a very high-end processor. 120 watts times 7 in amplification into 8 ohms, and it'll easily drive into 4 ohm loads, makes it a very, very robust unit. High processing via the HDMI componentry allows you to process any signals and provides 3D support. Cosmetics were certainly a major consideration for us also. We wanted a product that would look as good as it sounds, and the Concert AVR4 is definitely no slouch in that regard. From the machine front panel that's custom manufactured in the Pacific Northwest where our factories are located, all the way to the aluminum front control knob. This product gives you a 5-year parts and labor warranty and is really designed for the audio enthusiast who's looking for the convenience of a receiver. Complete information about this product is available on the Audio Control website at www.audiocontrol.com. For sales within Germany, you would want to contact MediaCraft, our distribution agent. Thank you very much. I'm Lars Johansen. I'm president of MK Sound Consumer Group. We are here at the MK booth where we are presenting a few new highlights for the show. We have here our new X-Series subwoofer range, which is our dual driver configuration. It's called X8. It has two 8-inch, one inside, one going outside. We have a single 10-inch down here at the bottom, and we have the X12 over there. We are presenting a lot of THX products, and we are proud to present a new THX range, which is called THX Compact System. This is the first certified speaker, which is called the M7. The M7 comes in a satin white and in a satin black, and is the first in the world to be certified. We have distribution in Germany,
And we would like that you go to our website, which is www.mksound.com, where you can find the distributor for your market. Guten Tag, mein Name ist Berbrecht von der Firma SEM2 und wir präsentieren hier auf der Messe unser neuestes Produkt, den LED-Projektor M150. Weltweit der erste LED-Projektor, der auch aktiv 3D kann, mit 120 Hertz. Die Vorteile dieses Projektors sind, dass wir hier neben LED mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden auch hier einen eigenen Sensor eingebaut haben, der hier permanent die Farbkalibrierung und die Lichtstärke misst, damit man immer ein konstantes Bild hat. Der zweite Vorteil ist in Sachen 3D, dass wir hier mit 120 Hertz ein sehr ruhiges Bild bringen können, das auch noch Flicker- und Ghosting-frei ist. Warum? Wir haben die Frame-Time, also die Zeit für den schwarzen Teil, wo wir zwischen den Brillen wechseln, reduziert auf 0,9 Millisekunden. Das heißt, wir erzeugen hier eine höhere Brightness, also höher mehr Licht im Bild als solches und sind aber auch zugleich in der Lage, hier das Bild durch die höhere Geschwindigkeit absolut wesentlich ruhiger zu machen. Von der Lichtstärke her möchte ich sagen, liegen wir ungefähr bei 1000 Lumen gemessen. Helmholtz, weil LED immer etwas heller ist, sagt man 1400, aber die meisten Leute, die hier auf der Messe waren, waren sehr überrascht von dieser Bildhelligkeit. Als zusätzliche Punkte, um hier noch mehr Nutzen aus diesem Gerät herauszuziehen, haben wir auch noch die Farbräume Adobe 98 und DCI mit eingefügt. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, sich Fotos zu zeigen, die er in Adobe nachbearbeitet hat, kann er sich den Farbraum einstellen und sieht die Bilder in einem korrekten Farbraum. Der zweite Vorteil ist eigentlich, dass wir hier in der Lage sind, ein absolut stabiles und ruhiges Bild zu produzieren, was die Farbeinstellungen auf Dauer nicht verliert. Und falls jemand Kinder hat, die gerne PlayStation spielen, haben wir hier noch eine Funktion implementiert, Quick on Off. Das heißt, Sie können das Gerät ausschalten und es kann es sofort wieder einschalten. Es macht den LED nichts aus. Noch ein kurzer Hinweis zu den hier verwendeten LEDs. Das sind die neuesten Power-LEDs, die wir hier verwenden, um diese Leistung zu bringen. Und wenn ich den Leuten Glauben schenken darf und unseren Besuchern, die hier da waren, die waren alle überrascht über die Helligkeit dieses Bildes. Für weitere Informationen gehen Sie doch einfach auf unsere Website sim2.de oder .com. Und hier finden Sie auch weitere Händler, wo Sie dann demnächst auch dieses Produkt bestaunen können. Vielen Dank. Well, at Sony, we work mainly as a manufacturer along three streams, technology streams. One is, of course, 3D, which we started last year, and where we looked actually at the whole chain from the content creation side with the studio approach in Hollywood. To influence the end-to-end approach. Then now actually we're starting as well with 4K resolution products, where you can see today at the Sony booth the latest 4K home cinema projector. 4K meaning here 4x HD, which gives very impressive picture qualities. The other part then is also interactivity. So these main streams, 3D, 4K and interactivity, is what we're really focusing right now on Sony. We're also looking very specifically against targeting market segments like education, corporate, retail, and also the higher-end home cinema, and looking at actually full solutions in each of these areas. We have also introduced a range of softwares that are very interesting for our customers in order to complement them and have a very solutions approach rather than just bringing technologies like 4K, etc. So the benefits to our customers is very, very key. The other element, of course, around as an example is the 4K projector. So this is the first time we show this here in Europe at a wider scale. And it's a good example of what we're trying to do, is really to stretch the technology to its limit in order to enhance the experience of our customers in the visual area. So come on and have a look at it. It's a really amazing experience and I hope you will enjoy it. Thank you. So, nach all dem Arbeiten müssen wir jetzt mal eine Runde zocken. Ich beginne mit Golf, dein Golf-Simulator.
Okay, very bad. Ja, dieses Mal zocken wir hier mit einem VRX Racing System auf Basis eines D-Box Motion Code Fliehkraftsimulators. Da haben wir hier unten vier Aktoren, die dann letztendlich die Fliehkräfte aus dem Spiel heraus berechnen. Nicht einfach nur irgendwelche Subwoofer-Kanäle nehmen und daraus dann ein bisschen Rumble machen, sondern auch wirklich hier, wenn man jetzt hier über die Curbs fährt, dann schüttelt sich das Auto entsprechend auch durch und wirkt sehr realistisch, selbst wenn man jetzt beim Zuschauen das Gefühl hat, dass sich das System eher wenig bewegt, aber die Zeitrichtigkeit ist hervorragend. Man hat hier keine Probleme, dass man das Gefühl hat, die Latenz wäre nicht vorhanden, beziehungsweise die Latenz wäre zu groß. Und ja, anscheinend benutzen es auch richtige Rennfahrer, weil das behauptet natürlich jeder Hersteller von solchen Gerätchen. Also war ich ein bisschen zu schnell hier in der Kurve. Aber alles in allem eine coole Sache und unterstreicht den Erlebnisfaktor, den die Messe eben bietet. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir nicht demnächst so ein System mal zu einem Test heranziehen können. Erst einmal herzlich willkommen hier auf der ISE 2012. Hier auf dem Stand von Monitor Audio. Mein Name ist Markus Pajong. Ich bin in Deutschland für den Vertrieb von Monitor Audio Produkten zuständig. Der Vertrieb hat den Namen MAD für Monitor Audio Deutschland. Und wir haben auf dieser ISE, die Integrated Systems Europe, einige Modellneuheiten präsentiert, unter anderem die rahmenlosen Lautsprecher, Trimless, die in verschiedenen Varianten, sowohl in viereckiger Form als auch in runder Form, rahmenlos sich integrieren lassen in den in der Wand, also richtige In-Ceiling- und In-Wall-Lautsprecherlösung, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das heißt also, man möchte immer weniger vom Lautsprecher sehen. Dieses wird dann halt durch die Trimless-Lautsprecher, die auch dementsprechend lackierbar sind, auch aufgezeigt. Und hier gibt es dann auch sehr, sehr viele Möglichkeiten in Größe, in Qualitätsgüte und halt auch an Lösungen. Hier sind also die Lösungen auch im Vordergrund. Es gibt dann auch nochmal die LCR-Varianten, die sind halt für links, Center rechts als Lösung gedacht und bewegen sich im Preisrahmen um die 300 Euro pro Stück und bieten da halt vielfältige Möglichkeiten. Man kann also da sehr, sehr stark auch variieren. Das ist also eine der wesentlichen Neuheiten, dass wir also auch in diesem Bereich Lösungen anbieten müssen und wollen. Hier haben wir also die Neuheit Shadow, die wir erstmalig auf der ISE in Europa präsentieren. Die Shadow-Serie ist halt ein ultraflacher Lautsprecher, der halt sehr gut kombinierbar ist mit den aktuell am Markt erhältlichen Flachbildschirmen von Panasonic, Samsung und wen es da alles am Markt gibt. Diese Serie ist qualitativ sehr hochwertig und ist leicht oberhalb der Silver RX-Serie aus unserem Hause angesiedelt. Ganz leicht unter der Gold GX von ihren akustischen Eigenschaften her, aber halt ultraflach, sodass also auch der Moment Acceptance Faktor der WAV halt berücksichtigt bleibt und man halt auch sehr, sehr schöne, schlanke Lautsprecher hat, die auch der Frau gefallen können. Das ist halt die neue Shadow-Serie. Wie gesagt, erstmalig wird die hier präsentiert. Demnächst ab circa April auch in Deutschland erhältlich. Hier kommen wir jetzt nun zu unserer Soundframe, unserer flexibelsten Lösung, die wir überhaupt parat haben. Die Soundframe gibt es in mehreren Optionen. Sowohl die Soundframe 1 als auch die Soundframe 2. Sowohl als auch die Soundframe 3 als kompakter, kleiner Lautsprecher als ideale Ergänzung zu den bisherigen vorhandenen. Die Soundframe-Serie gibt es einmal als In-Wall-Variante und einmal als On-Wall-Variante. Der Preis bewegt sich so um ca. 1300 Euro das Paar komplett. So, und bei dieser Soundframe hat man auch die Wahlmöglichkeit zwischen Motiven, zwischen Unideko-Dekorfarben, wie jetzt hier in Weiß zu sehen, oder halt auch Rockidolen, wie in diesem Falle hier Alice Cooper oder halt auch Kiss. Und diese Möglichkeiten sind so vielfältig, dass man sich da im Einzelfalle dann auch auf unserer Webseite www.monitoraudio.de informieren sollte. Willkommen zur DALI-Präsentation auf der ISE in Amsterdam 2012. Ich möchte Ihnen hier einen kleinen Vorgeschmack geben auf unser Highlight, was wir dieses Jahr in den deutschen Fachhandel bringen werden. Und das Thema heißt die neue Referenzlautsprecherserie Epicon. Die Besucher auf der ISE haben erstmalig die Möglichkeit, einen Blick auf die Epicon 6 zu werfen. Ein neuer Referenzlautsprecher, der äußerlich ästhetisch sehr ansprechend daherkommt, wird in verschiedenen Farbkombinationen mit Echtholzfurnier
und Klavierlack abgesetzt zu haben sein, beziehungsweise, und darum geht es eigentlich bei diesem Lautsprecher, es ist eine neue Technik, die wir entwickelt haben, die möglichst wenig Reibungsverluste wiedergibt. Mehr dazu will ich Ihnen noch gar nicht großartig verraten, denn auf Area DVD gibt es sicherlich auch in diesem Jahr dazu einen Surround-Test, denn, und das habe ich damit schon verraten, es wird eine komplette Serie sein. Epicon werden Sie sicherlich auch auf der Hyatt in München und auch dort wird Area DVD wieder vorhanden sein, in Gänze sehen. Ansonsten, ISI in Amsterdam heißt für uns Fasson Sensor. Die Serien konnten Sie glücklicherweise schon auf Area DVD kennenlernen und somit wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Messerundgang und mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf dali-speakers.com. Ja, hier die Firma Total 4D, eine kleine Installation aufgebaut, die den Leuten zeigen soll, dass der Film über die normale audiovisuelle Wiedergabe auch noch in 3D und als Krönung eben noch in 4D wiedergegeben kann. Wie man hier sieht, werden die Sitze hier unten auf ihrer Plattform durchaus sehr intensiv bewegt. Die Gurte sind nicht nur zum Spaß da und die Leute haben sichtlich sehr viel Spaß daran, hier mal eine richtig schöne Vorführung zu genießen. Wie man unschwer erkennt, stellen hier einige interessante Firmen, unter anderem D-Box mit dem Motion Code System aus und demonstrieren den Leuten anhand einem High-End-Heimkino, wie man eben Mehrkanalunterhaltung auf höchstem Niveau realisieren kann. Aber obwohl wir hier nicht auf der IFA sind und die üblichen Kugelschreiber, Trophäensammler und Prospekt-Altpapier-Nachhausetrager hier nicht so sehr in der Überzahl sind, muss man trotzdem sagen, es gibt auch hier Warteschlangen, aber im Großen und Ganzen, ich schwenke jetzt hier gerade ein bisschen rum, ist die Messe, ja, jetzt ist die Kamera wieder scharf, ist die Messe zwar gut besucht, aber nicht überlaufen, es ist hier stets angenehm. Fortress Seating ist ein weiterer Anbieter für, mein Staune, Sitzmöbel. Das Coole ist aber, hier können nicht nur die Großen Platz nehmen, sondern offensichtlich hat man auch ein Herz für die etwas kleineren Kinoliebhaber. Ups. So, hier haben wir ein richtiges High-End-Heimkino, ein Zusammenschluss von mehreren Firmen. Hier haben wir D-Box Motion Code Sitze, wo dann die Leute nachher ordentlich durchgeschüttelt werden dürften. Die Elektronik findet hier in ihrem 19-Zoll-Rack Platz und da drüben werden verschiedene Projektionslösungen demonstriert. Als Lautsprecher kommen diese eleganten Modelle zum Einsatz. Ich schwenke da gerade mal die Kamera rum, man sieht es nicht so ganz. Etwas zu dunkel hier, ich schalte mal kurz die Kamera um. Zack, jetzt haben wir es. Willkommen bei Löwe auf dem Stand an der ISI 2012. Wir sind sehr froh, dass wir Sie hier heute auf dem Stand begrüßen dürfen. Ich darf Ihnen drei Neuigkeiten von Löwe vorstellen. Das eine ist der Air-Speaker. Mit dem können Sie von Ihrem iPhone, von Ihrem iPod oder auch von iTunes oder von Ihrem Mac drahtlos die Musik zu diesem wunderschönen Lautsprecher eben streamen und haben dann ein wunderbares Musikerlebnis. 80 Watt Gesamtleistung. Sie haben zwei verschiedene Gehäusevarianten. Sie können ihn individualisieren, das heißt, Sie haben verschiedene Intarsien, die Sie nutzen können und können diesen Airspeaker dann Ihrem Ambiente dann eben anpassen. Wahnsinnig interessant ist natürlich auch die Löwe Sound Vision. Das ist eine Standalone-Anlage, die Sie auch in Ihr Netzwerk einbinden können, die ein sehr schönes Grafik-User-Interface natürlich hat. Und Sie können natürlich auch hinter diesem Display eben auch Ihr iPhone und iPod eben integrieren und eben mit der Sound Vision verbinden. Zum Schluss möchte ich noch auf unsere Fernbedienung für die Löwe Fernseher eingehen. Und zwar ist das jetzt eben auch möglich, über eine Applikation, die Assist Media App, Ihren Löwe Fernseher zu bedienen. Sie sehen hier die Löwe Assist Media. Mit dieser Löwe Assist Media können Sie Ihre Favoriten auf dem Fernseher ablegen. Sie können wunderbar eben auch auf das EPG zurückgreifen, haben hier wirklich Premium-Informationen zu Ihrem Programm,
können ganz leicht eine Sendung aussuchen, dass sie aufgenommen wird auf der internen Festplatte ihres Archivs und können natürlich dann eben auch schauen, welche Aufnahmen auf ihrer integrierten Festplatte zu finden sind. Schlussendlich haben sie dann auch die Möglichkeiten, das Löwe Medianet. Schlussendlich haben sie auch die Möglichkeiten, das Löwe Medianet auf ihrem iPad dann eben direkt anzuzeigen. Sie haben hier also wirklich eine integrale, extrem umfassende Fernbedienung, was ihnen kein anderer Hersteller so bieten kann. Mehr Informationen zu unseren Löwe-Produkten und zu unseren Löwe-Informationen finden Sie auf www.löwe.de. Hi, so this is Nadege. I'm from Utrema Company. Utrema is a French company. We have developed a new kind of technology, which is called ubiquity technology, changing all your screens and loudspeakers in your home into, let's say, a tremendous system of media diffusion. So whether you are a music fan or a movie fan or a TV fan or photo, you can easily access your favorite media at any time, wherever you are in your home. Let's have a look on our system, which is called Ubiquiti system. You have four universes. The first one, music. You can have all your music and CD tech at the same time in a kind of mosaic here, and you can reach any kind of your favorite music, concert, and whatever in one click. For the movie, if you are a fan of movies, 3D Blu-ray movies, you can access easily whatever you need, whatever you want, at any time. You can click and have your favorite cartoon or movie on one click. TV, it's easy to access as well. You have all your favorite TVs here, and in a click you can access comedy TV, CNN, what kind of program you need. You have as well the ability to access an EPG very easily. Within one click, you can record your favorite programs or series. This is another kind of view. You can have all your records at the same time in a kind of mosaic, which is you can sort it very easily and quickly. And then the last one, which is the photo universe, you can have some slideshow with your friends, with your looking at all your photos, family photos and vacation photos. So this system is easily controlled via the kind of gyroscopic remote control or with your iPad. And we have an application on the App Store which permits you to easily control all the universe, music, photo, TV, and movies. If you have a smartphone, you can also use that kind of application, for sure. So your Utrema system is very easy to handle, very easy to customize, and you're gonna have tailor-made, let's say, installation at home for all your media in a very easy way to access and broadcast all your media. You can also, let's say, finally, you can also access your online
media. For example, your Google Picasa account or VOD to pay and download your favorite music or movies or what else. So you can shop online with our system. So your Trema is a very easy way to enjoy all your media. Our system, your Trema system, is available, already available, and you can have our details on our website, which is www.utrema.tv. My name is Arthur van Maurik and I work for ML Audio, and we are the manufacturers of flat panel loudspeakers, as you see here. Now, if you want to build yourself a home with the real life sound impression, the only way to do that is with a flat panel, because the surprise is a flat panel does radiate sound waves in all directions equal, where a regular speaker always, when the tone gets higher, makes a narrow beam. That's why you have to aim them under a certain angle to get your spatial, your stereo impression. This panel radiates all frequencies in all directions equal, so wherever you are seated, you get a live experience. If I take you to the concert hall, you don't have five seats in the middle. No, you have seats from row to row, because the musical instrument radiates sound in all directions, and that's what you're going to experience in your house. Flat panel speakers are there to put them in drywall, in gips, sagt man das auf Deutsch. You can put them in steel, you can put them in wood, and you will get your wide radiation of sound waves like in nature. And prices are roughly from 600 to 2000 euros. Now, you put them inside the wall and you put over them, you plaster them. And the plaster is not coming off the wall. It doesn't bring dust, it doesn't attract dust. So for low tones, when you have to move a lot of mass, we have a special sub, and the air is touched by regular drivers that are inside of that speaker, and they go from, that's for the technical people for you, from 50, 60 hertz to 120 hertz, and then the regular panel plays from 120 to 18,500 hertz. So you get a full bandwidth sound signal that behaves like regular sound waves, as you experience in the concert hall. That's what we are making, and we gladly start talking to you and help you to design the system for your own living space, where the acoustics of your own room play a very significant role, and we like to help there. Mein Name ist Michael Wiesenfeld von Image Screens und ich freue mich, Ihnen heute unser erstes Projektionsgerät, den Image Cinema One, präsentieren zu dürfen. Der Image Cinema One ist ein DLP-basierendes Projektionsgerät, das mit hochwertigsten optischen Objektiven ausgestattet wird und als Besonderheit drei unterschiedliche Primärobjektive zur Auswahl hat und in Kombination mit einem anamorphotischen Objektiv, das Sie hier sehen können, eingebaut im Projektor ausgestattet ist, um Ihnen so wahres Kinofeeling, optimales Kinoflair mit einem 21:9 CinemaScope fassenden nativen Display projizieren zu können. Der Projektor wird zusätzlich mit einem Videoprozessor, dem Image Quattro, angeboten und ausgeliefert, der standardmäßig immer dabei ist, der all Ihre Audio- und Videoquellen aufnimmt und diese mit einem einzigen Kabel dann bis zum Projektor führt. Das sind die ersten Informationen. Weitere technische Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite, der www.image.ag. Vielen Dank.
Ja, so viel hier von der ISE 2012 in Amsterdam. Ich hoffe, Ihnen haben die Produkte bzw. Berichte und News zu den Produkten gefallen. Aber ganz ehrlich, ich habe hier mal den Hallenplan vorbereitet angesichts von rund 80.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und über 750 Herstellern. Ist es schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit, hier selbst als normaler Besucher innerhalb der 2 Tage, die ich jetzt hier war, alles wahrzunehmen. Deswegen habe ich hier eine kleine Selektion getroffen, was mir gerade zufällig begegnet ist, und hoffe, Sie hatten daran Spaß. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.